Then we'll do the same for her as we have for the others. So, auf Karte gucken, Pink Eye, relativ geradeaus, Survive. Erster Eindruck für die große, das ist jetzt große Leere, tote Leere. Sieht erstmal sehr wüstenartig aus. Also im Sinne von Sandwüste. Nicht so wie Ozean. Das glitscht nicht so leicht durch. So. Ah. Genau, schauen wir mal. Schaffen wir uns erstmal einen Überblick. Tatsächlich Asphalt. Nice. Da hinten sieht aus wie ein einzelner Kühlturm eines Atomkraftwerks. Oder ist bestimmt irgendwas anderes. Schauen wir mal. Oh, eine alte Tankstelle oder sowas. Ja. Munition. Mein junger Mann. Ist doch kein Grund so zu plärren. Noch nicht. Jetzt darfst du schreien. Ich habe einfach so eine random kühler Figur rum. Nett. Wollen wir mal vorne anbauen, damit die Leute sehen, was auf sie zukommt. Ja, komm. Schrotti. Suchbereich 100% auch schon, sehr gut. Relikt wäre noch schön gewesen, aber okay. So, wie, warum und ja, wieso denn überhaupt? Oder wie oder was? Schauen wir mal, dass wir da irgendwo. Naja. Ah, wir haben einen Zuschauer. Manchmal eben auf dem Tablet nebenher den Chat an, dass ich potenzielle Nachrichten auch lesen kann. Ah, die Zock-Chat-Pop-Out, jawohl. So. Dann erstmal guten Morgen, lieber Zuschauer. Schön, dass du da bist. Futter ist immer gut. Muss die Kabel zerstören.
Zwei Zuschauer. Hallo, lieber zweiter Zuschauer. Sehr nett. Und ja, ich vergesse immer wieder, auf welcher Seite das Lenkrad ist. Komische Australier. Die das von den komischen Briten gelernt haben. Ich meine, die linke Straßenseite, das gibt überhaupt keinen Sinn. Warum fahren wir denn auf der rechten Straßenseite? So. Das ist nämlich so aus Mittelalterzeiten noch, weil man rechts immer geritten ist, weil man dann in links die Schwert, also rechts das Schwert und links die Schildhand hatte, um so Angriffe vom einen entgegenkommenden Reiter besser abblocken zu können. Aber die aggressiven Briten machen das genau anders, die fahren nämlich mit der Schwertseite zum Gegenverkehr quasi, um einen potenziellen Entgegenkommenden besser angreifen zu können. Übrigens kein Bullshit. True Story. Knitsack. Pink Eyes Fest. Ah! Vogelscheuche, eh klar. Ja, ich gucke mich erstmal so um. So, großen Überblick. Hier ist was da hinten. Gastown natürlich in der Ferne. Ja, sieht nach Sandwüste aus, aber auch Asphaltstraßen, was mir sehr gut gefällt. Ein Windpark kenne ich ja auch schon. Nett. Nett. Okay, also, dann checken wir nochmal. Hier ist eine Todesfahrt. So, eine Vogelscheuche. Sniper. Stankgun-Lager. Sniper, Vogelscheuche verstärkt. Ölpumpenlager. Oh, Vogelscheuche, Sniper, Vogelscheuche. Ja, das ist mal das Übliche. Und dann denke ich mal einen Überblick hier. Sehr schön. Also dann sinken wir mal wieder hinunter. Jetzt komm schon, schneller. Wir wollen sinken. Ich kann auch so aussteigen. Dann wird es am schnellsten gehen. Nee, kann ich natürlich nicht. Und wir sind da.
So, dann bin ich auf Lady Pink einmal gespannt. Doch. Help us, stranger. Our walls crumble. My sister Pink will succumb if you do not destroy them catapulters. Okay. Erstmal eine Belagerung auflösen. Kein Problem. Katapult. Höhere muss ich erstmal aufhalten. Oh, ich höre es schon donnern, ey. Nice. No. Smoke rises. Roots have descended. Cam, Piston. We must make our presence felt. Bei Nocke und Kolben, ey. You think I should die? Fingers won't fail me, Satan. These defiers, the very same ones that destroyed my sanctum. Satan, summon into mind the horrors they brought. They will do the very same here, and they will leave no sacred tools. They'll burn what they can't carry. And they break what they cannot burn. Then let's go. Yes. Nicht so schnell, Kollege, du bleibst da. So. So, was? Hier Katapulte? Huch! Die Kollegen erstmal flachlegen. Ja, erstmal hinten am Katapult freilegen. Nee. Aber es sah cool aus. So. Whee!